Den Zwölfen zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mond des Blutes. Wir sind in Runde 34 angelangt, oder eher gesagt 35, da die Runde jetzt beendet ist. Haben die Ork-Festung gestürmt, sind durchgebrochen innerhalb von 30 Runden. Von unten gab es nochmal einen Angriff der Orks, wie wir sehen, von Süden. Und der Schamane ist hier gen Osten in diese Höhle gestürmt, geflohen. So. Zack, den Bogenschützen haben wir. Hier links ist noch ein grässlicher, böser Turm. Wie weit kannst du mit der Einheit gehen? Auch nicht weiter. Okay, dann würde ich sagen, jetzt einmal. Und du darfst weiter hauen. Der ist hier sicher. Das haben wir uns angeschaut. Also ich denke, das wird das Finalvideo sein. Dann sind wir mit dem Game durch und ein Fazit am Ende wie immer. Ja, soweit so gut. Ihr macht erstmal nichts mehr. Du kannst ein bisschen hauen. Dafür gibt es Pünktlein. Oh, Moment mal. Kriegen wir Erfahrungspunkte für Zerstören von Beuten auch? Dann solltest du eigentlich nicht mehr hauen. Dann könnte man sich eigentlich sogar boosten bei Festung. Und die immer wieder kaputt hauen. Da sollten wir mal drauf achten gleich. Wie viel hast du? 2446. Nächsten Runde, das schreibe ich mir besser mal auf, vergesse ich doch gleich wieder. 2446, dann haut der nächste Runde da nochmal drauf und dann schauen wir mal, ob er einen Abenteuerpunkt mehr hat. Weil dann könnte man natürlich hinrennen und könnte alles kaputt hauen mit Chojin hier. Und würde nochmal zusätzliche Punkte am Ende sich holen können, um ein bisschen zu grinden. So, euch geben wir den Rest. Schön. Ah, zerstören sie sich sogar noch. Na, okay, hätte ich wohl anders machen sollen. Du kommst da nicht mehr dran, ne? Nee. Egal, ihr könnt jetzt nach oben. Wir wollen noch was Türmchen bauen. Ups. So, und du das töten. Ah, hat er überlebt. Jetzt greift er echt noch die Fernianer an. Och nö. Da muss ich neu laden, wenn sie es nicht überlebt. 22 Lebenspunkte. Ja, das ist nicht so gut. Brigantina kannst du nicht anziehen. Aber du hast 3 Rüstungsschutz. Das ist gar nicht so übel. Können wir irgendwie dich gerade nochmal steigern? Und zwar ausweichen. 300. Na, haben wir nicht genügend. Ich glaube, aber ihr wird Schnellladen wichtiger erst am Anfang sein. Sie wird sowieso erst im zweiten oder dritten interessant werden, was man dabei hier alles noch hochmachen kann. Und Chojin ist ja so schon recht stark jetzt. So, du kannst erstmal nichts machen. Du kannst dich hier hinstellen und den da angucken und der kommt sowieso nicht raus, soweit wir wissen. Und wenn er rauskommt, wird er von dem Turm attackiert. Jetzt die Frage, gehen wir mit der Einheit echt eins weiter? Ich glaube nicht. Weil die Einheit soll auf ihn schießen. Ach wohl, ist egal. Komm. Schieß auf die Einheit, dann ist sie tot. Und dann greifst du an. Ja. So sieht's aus. Und Finn, er hat doch ganz gut das überstanden. Selbst die haben überlebt. Wahnsinn. Darfst du auch nochmal schießen? Frage ist, warte mal, treffen wir dich? Ja, wir treffen dich. Okay, dann darfst du auf ihn schießen. Super. Und die Truppen dürfen nachrücken. Obwohl ich den Krieger jetzt gleich nach Westen schicken werde, weil hier noch ein Gegner ist. Und dann gehen wir hoch. Sei denn, das war der. Aber ich glaube, der bewegt sich. Das ist so programmiert, dass er sich erst bewegt, wenn wir auf diese Stelle kommen. Ja, du wirst da leider getroffen. Deswegen machen wir es so. Sehr gut. Und du darfst dich langsam da hochbewegen. Bitte geh 2 Felder. Dankeschön. Das könnte ausreichen. Super. Geil, da haben wir richtig Glück gehabt. Da hatten wir jetzt richtig Glück. Ach so,
Ja, wir können mal gucken. Also ich habe mir 2446 aufgeschrieben. Tatsache. Okay, alle Gebäude wird Chojin jetzt zerhämmern. Du nichts mehr. Es dauert natürlich was, aber da kann man sich ja nochmal echt ein bisschen grinden. Ja, Runde beenden. Ja, es passiert nichts. Die verkriechen sich weiter in ihre Höhle, kommen nicht raus. Sollen sie machen. Echt? Da ist er jetzt nicht hingekommen. Was war das denn? Du kannst schon da hinten rüber gehen. Du bist Kanonenfutter gleich. Dich brauchen wir auch nicht mehr. So, und ihr geht langsam näher. Du gehst langsam nach Westen. Eine Fiole, die kein Mensch braucht. Oder noch nicht gebraucht wird unbedingt. So, und da brauchen wir jetzt Türme. Den werden wir so positionieren, dass wir dich treffen. Also hierhin. Oder da. Müssen wir mal schauen. Sehr schön. Runde Ben. So, tu dein Werk. Hol dir Abenteuerpunkte. Bruchfaktor 5. Ja, ich hätte vielleicht eine andere Klinge nehmen sollen. Nicht mein gutes Schwert. Aber ist jetzt egal. Die Waffen, die ich dabei habe, sind beide gleich gut. Na, ein Schalt nach vorne wird aber gehen. Okay, wir sehen es noch nicht. Ja, das ist wirklich, wenn man hier auf das oder das Feld geht, dann erscheint hier ein Gegner. Das war beim letzten Mal so. Das machen wir dann lieber gleich zusammen. Ah, buffen und in Angriff schicken. Die kommen raus. Ja, es war total anders. Schnell, Fionnjane. Osterak flieht erneut dort hinten in einen Mineneingang. Wir müssen ihn beide unbedingt verfolgen. Also das war irgendwie total verbuggt auf meinen Videos. Also da sind die drin geblieben, die Feiglinge. Es ist auch ganz gut, dass wir das alles neu machen. So. Ja, ehrlich gesagt, wie ich dich töten. Wow, Level up. Und ja, dann ergibt das natürlich auch Sinn, hier jetzt schon Türmchen hinzubauen. Machen das schon da hinten. Du holst hier weiter Abenteuerpunkte. Dich brauchen wir nicht mehr. Du darfst todesmutig jetzt nach vorne stürmen. Da ist kein Gegner. Das war wirklich der schon. Also das ist auch alles anders jetzt, ne? Interessant aber. Also ihr seht hier sind noch ein paar Sachen. Wir haben einen Halbhänder hier. Du nimmst jetzt mal alles mit. Du sammelst alles ein, was wir finden. Heiltrank. Den ganzen Kram nimmst du jetzt mit. Und die Truppen können nach oben zur Unterstützung. Haben wir noch 25 übrig gleich? Wir haben 35 noch übrig. Gut, dann bauen wir gleich noch einen Turm. Und sagen Runde Ende. Uiuiui, die halten wir auch ganz schön. Die machen ganz schön Schaden. Ein Skelett hochberufen. Das ist alles neu. Das kenne ich noch nicht. Ein Skelett rufen können die. Puh. Ah, und der steht auf dem Feld, wo eine Mauer ist. Das heißt, es wird erst die Mauer angegriffen. Echt jetzt?
Boah, also die Schamanen reagieren ganz anders. Das ist komplett anders. Das ist ja cool. Nee, einmal dahin. Und dahin setzen. So, der hat irgendein Feuergedöns auf sich, aber der da ist so stark, ne? Darum tun wir erstmal den Dreier töten. Und hier gehen wir auf den Feuerkerl mit. Sehr gut. Ja, du kannst nicht viel machen, aber todesmutig wie du bist, wirst du dich gleich dem Skelett da unten stellen. Ja, Vernichtung. Ja, beweg dich einfach mal dahin. Vielleicht haut einer auf dich drauf. Wir brauchen dich nicht mehr. Du darfst einsammeln gehen. Was haben wir da noch? Eine Krötenhaut. Die ist natürlich super für die Elfe. Nehmen wir also mit. Ja, ist schon ein cooles Spiel, ne? Also ich freue mich richtig auf den nächsten Teil. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was mehr kommt mit dem Aufbau von Sachen, dass man vielleicht sogar noch abbauen kann, irgendwo in Minen noch zusätzlich, nicht nur in Feldern. Das ist ja auch, dass das direkt Geld bringt, dass die Mühlen und so reinbringen und so siedlermäßig, glaube ich, das wird dann zu komplex. Aber da kann man vielleicht noch ein paar andere Sachen machen. Vielleicht neue Gebäude. Vielleicht sogar elfische Gebäude oder zwergische. Soll ja noch ein Zwerg kommen. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Was kannst du bauen? Du kannst hier noch einen Turm bauen. Der kostet nur 15. Ja, nee, den bauen wir dann da oben hin. Dann war's das in der Runde. Nee, du bist noch gar nicht fertig hier. So, hier sollten wir nochmal gucken. 81. Ja, also wir kriegen 4 Punkte um den Dreh pro Schlag. Also es lohnt sich schon. Da hätte ich die ganzen schwachen Waffen da kaputt hauen können. Die gehen natürlich ziemlich im Arsch, sehr wahrscheinlich bei so einer Mauer. Die Frage, ob sich das lohnt, da zu grinden. Abgeht. Wie ihr abgeht. Krasse Möhre. Ja, töte mal den Mistsack dahin. Dankeschön. Und den da, der soll gar nichts mehr jetzt machen. Und. Ah! Andy funktioniert nicht mehr. Wir haben ein Problem. Control. Ja, da hat es mich irgendwie aus dem Emulator rausgehauen. Ich konnte aber einfach Spiel fortsetzen machen, wo ich das denn neu geladen habe. Und das ist schon mal ganz gut. Ich weiß nämlich nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Sollten wir vielleicht jetzt mal tun. Nehmen wir mal die da. Runde 41. Ja, also 34 war der letzte Speicherstand. So, wie haben wir das gemacht? Wir haben dir auf die Nuss gehauen. Ja, und du bist diesmal nicht gestorben. Ja, gut, dann ist das halt so. Dann hauen wir den Zauberer da hertig einen rein. Du darfst hier einen weiteren Turm bauen. Und ihn töten hoffentlich, ja. Drei, der wird nicht aufsteigen nächste Runde. Dann würde ich sagen, mal gegen dich. Was passiert, wenn du stirbst? Ist dann die Beschwörung von dem Skelett weg? Gute Frage. Nächste Frage. Attacke! Haha, hier, da, Batze. Okay. So viel dazu. Aber was sollte der Bauer ausrichten, ne? Todesmutig darfst du weiterhauen. Das ist echt schön. Er kann wirklich jedes Gebäude zerhämmern und kriegt dafür Punkte. Sammel du mal die Krötenhaut ein. Ihr dürft da hinten rüber stürmen, auch wenn wir euch sehr wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. So, die zwei als nächstes. Und dann hier rechts noch eins, ne? Dann sollten wir alles haben. Runde beendet. Hey, der ist in Reichweite, glaube ich, von ihm. Das ist ja schön. Wo willst du überhaupt hin? Wo willst du hin? Felix, hier bleiben. Okay, den können wir nicht treffen, aber ihn. Und tschüss.
Ach, den trifft keiner. Doch! Der mächtige Arbeiter hier. Los! Ja! Mit seinem Hämmerchen in den Kopf eingeschlagen. Metzel. Ach, pro Faktor 7. Also die Klinge machen wir noch kaputt. Danach hören wir da wohl mit auf. Das ist halt nicht sehr sinnvoll. Oh, das Skelett ist weiter da. Gut. So viel dazu. Have fun. Noch eine Einheit weniger zum Benutzen. Stirb. Sie ist sogar aufgestiegen, die Einheit. Ja, vielleicht ist das sogar noch wichtig, wie viele Arbeiter überlebt haben. Nicht, dass das noch ausschlaggebend ist. Ja, echt, wir hauen wirklich die Mauer kaputt, weil der Blödmann da auf dem Feld steht. Los, Unterstützung, runter da. Zerstör die Mauer. Und du darfst das hier zerstören. Waffe beschädigt. Okay, damit war's das. Noch mehr Punkte holst du dir nicht. Dieses Schwert wird weggeworfen. Das Breitschwert behältst du. Rüstung ist alles in Ordnung. So. Einmal den Kurzbogen noch ein. Weg ist er. Macht nichts. Kollateralschaden. Zack. Hey, er ist gestorben und die haben nicht die Festung kaputt gehauen. Geh mal reingucken, ob da noch jemand ist. Nein, da ist niemand mehr. Da endet das Spiel. Gehen wir mal hier hinten hin. Kannst auch anfangen einzusammeln. Keine Astralenergie mehr, aber wofür jetzt einen Trank aufbrauchen. Also einfach Runde Ende und nur noch mit den zwei Hauptcharakteren sich bewegen. Ein Bastardschwert. Ja, ist doch gut. Haben wir wieder zwei Schwerter, die wir nutzen können. Kannst mal aus dem Weg gehen. Weiß nicht, ob es ausreicht, dass einer da reingeht. Darum werden wir jetzt davor mal speichern. So, Finale. Okay, reicht nicht. Dann du noch. Fanfare! Dieser Schamane ist glitschig wie Lotusöl. Wir bekommen ihn einfach nicht zu fassen. Chojin, habe ich dir schon gesagt, dass ich mich in dunklen Gängen über gar nicht wohl finde? Tja, Elfe. Aha. Ich glaube, je mehr man kämpft vielleicht. Keine Ahnung, wie sich das errechnet, wer wie viel bekommt. Sehr wahrscheinlich irgendwie so. Du hast die Mond des Blutes Kampagne geschafft. Aber dein Abenteuer ist noch nicht zu Ende. Osterak ist in der Mine verschwunden. Und wer weiß, was das Schicksal für deine Helden dort bereithält. Mond der Rache beginnt genau hier, am Eingang von Grauwulfs Mine. Du kannst die Daten deiner Helden jetzt speichern und beim Mond der Rache wieder laden, um dein Abenteuer mit ihnen fortzusetzen. Yeah, ja, das machen wir doch direkt mal. Du hast einen Fernspeicher mit diesen Helden schon gespeichert. Willst du den schon überschreiben? Ja, aber sicher doch. Mach mal. Das Speichern war erfolgreich. Hab Dank. Ja. 11:44 Uhr am Samstag. Ups. Und wir können die Werte jetzt noch verändern, wenn wir wollen. Das machen wir aber jetzt nicht. Wir gehen zum Hauptteil. Genau hier. Ja, kleines Fazit. Also es hat viel Spaß gemacht, das auf jeden Fall. Anfangs, die ersten zwei Missionen, geht halt noch nicht viel, aber es muss ja ein bisschen die Spielmechanik erklärt werden. Jetzt ist natürlich, wenn man dann die
die Demo sich downloadet, sieht man nur die ersten zwei Missionen. Ich glaube, besser wäre es, wenn man so ein bisschen die, ja, da ist zwar auch schon eine Festungsschlacht, aber wenn man ein bisschen das, dass man so Festungen bauen kann, mit reinbringt, weil die meisten werden vielleicht denken, das geht gar nicht. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn man da so einen kleinen, irgendwie so einen Mix reinmachen bringen könnte. Aber ich verstehe natürlich, dass man die ersten zwei Missionen nur gemacht hat. Aber das wäre, glaube ich, ganz gut. So ein kleiner Ausschnitt, so ein kleiner Sprung, dass man sagt, so, hier habt ihr nochmal ein bisschen Festungsbau. Weil die spannenderen Sachen waren wirklich das, dass dann auf Zeit war, irgendwie in eine Festung einzudringen und solche Sachen und sich selber eine Festung zu bauen zum Verteidigen. Das ist schon ganz cool, dieser Mix. Es ist ein Handy-Game, muss man bedenken, ein Smartphone-Spiel. Man darf nicht zu viel für sowas erwarten. Es kostet ja auch nur 3,99, also 4 Euro. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich das vollkommen in Ordnung. Auch wenn es mir, für mich sowas nicht ausschlaggebend. Ich gebe auch 50, 60 Euro für ein Spiel aus, wenn ich da nur 5 Stunden habe. Aber wenn die 5 Stunden super sind, dann ist es mir wert. Das ist bei mir was anders. Weil manche sagen ja, oh, ein Rollenspiel, das muss 80 Stunden haben und was weiß ich. Aber wenn ich da dann Schleichlevel 10 habe, bis zum geht mir irgendein Dungeon upgrinden muss und das ist todlangweilig, dann bringt mir das gar nichts. Also dann bin ich auch lieber mit wenig, aber unterhaltsam, mehr zufrieden. Und ich glaube, das ist hier ganz gut gelungen mit den 8 Missionen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ganz toll ist dieser Patch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Animation, dass ich das jetzt einstellen kann, das hat mich ja so genervt. Das hat das jetzt extrem beschleunigt, die Mission 8. Ich habe also knapp 4 Stunden für die Mission 8 gebraucht oder dreieinhalb oder so. Auf 4 Videos war das, glaube ich. Und das ging jetzt wesentlich schneller, musst du natürlich bedenken. Ich wusste jetzt genau, wo ist alles. Das heißt, das wäre jetzt beim Blind Run von der letzten Mission anders gelaufen. Da habe ich viele Fehler gemacht, habe wieder neu geladen und dergleichen. Ich wusste jetzt genau, was passiert. Darum kam das jetzt einfacher rüber, die letzte Mission, als es war. Aber das ist ja immer bei so Spielen. Man muss die Missionen kennenlernen, man muss herausfinden, wo ist was, wie kann ich am besten vorgehen und sie dann besser schaffen. Gab es Fruststellen? Ja, vielleicht ab und zu mal so. Das gegen die Oger. Das fand ich heftig. Also da gab es bestimmt mehrere Möglichkeiten, das zu lösen, die zu umgeben. Man musste ja nur durchkommen im Endeffekt. Finde ich aber nicht schlecht mit der Höhle, die rechts unten war, dass man uns umgehen konnte. Aber ich wollte sie besiegen und dass da ein bisschen Frust aufkam, lag es ja wahrscheinlich auch daran, dass meine Charaktere ein bisschen verskillt sind und nicht so, wie sie eigentlich. Ja, wie ich sie vielleicht spielen sollte. Also auf jeden Fall die Elfe, die ist jetzt mehr so ein Kuddelmuddel aus allem, kann aber nicht so richtig gut. Und das geht auf jeden Fall besser, das könnte man besser spielen. Für den ersten Durchlauf finde ich es ganz okay. Ich werde es bestimmt nochmal durchdaddeln und freue mich aber jetzt besonders mit dieser Truppe, weil ihr diese jetzt schon kennt, die Charaktere, so wie sie sind, den zweiten Teil zu spielen. Das muss ja machbar sein. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich bin ziemlich. Ach ja, was mich stört, ist die Musik. Animation super, das war mein Hauptkritikpunkt, der ist gelöst. Aber hier bei der Musik, dieser Specht, der da immer im Hintergrund ist, der nervt irgendwann, finde ich, ein bisschen. Und ich will ein bisschen Musikgeplänkel haben. Wenn da nochmal ein Patch kommen würde mit ein bisschen Musik, da kann man ja bestimmt nicht mit zu viel Aufwand so ein kleines Liedchen sich irgendwie synthesizen oder wie das sich nennt. Und da irgendwie so ein bisschen was im Hintergrund oder wenn irgendeine krasse Szene im Spiel kommt, eine Schlacht, zum Beispiel der Sturm geht los gegen die Orks oder jetzt Angriff oder jetzt Verteidigung oder die 30. Runde ist rein, dass da mal so ein bisschen mehr kommt, weil es ist ein bisschen zu eintönig. Ich weiß, es ist ein Smartphone-Game, meistens ist da Musik nicht so wichtig, weil man sowieso unterwegs damit am Rumspielen ist. Da muss ich auch nochmal sagen, ich habe es ja auch auf meinem Smartphone und wenn man da dann tippt, also das geht noch schneller und leichter von der Hand als mit der Maus, wie ich es jetzt für die Aufnahme mache. Aber es atmosphärisch kommt es dann wesentlich cooler, wenn, glaube ich, im Hintergrund ein bisschen Musik wäre. Also, dann ist es nicht so eintönig. Ja, alles in allem, super Spiel. Freue mich auf den nächsten Teil. Hoffe, ihr hattet Spaß gehabt, habt einen ersten Eindruck bekommen. Vielleicht gefällt es euch ja selber. Ich weiß, die meisten DSA-Fans sagen dann eher, nee, ich will ein richtiges Rollenspiel haben, so und so. Aber das ist ja sowieso Geschmäcker gehen unterschiedlich. Ich finde es ganz cool, dass da in jede Schiene ein bisschen was reinkommt. Was fehlt, sind die Echtzeitstrategiespiele. Da hatte ich immer sowas auf wie Age of Empire gehofft. Ich glaube, da sollte ja mal was über die Magierkriege kommen. Das wurde aber, glaube ich, auch eingestellt. Das ist sehr schade, dass dann bekommen. Die Adventures finde ich ja super toll. Ich hoffe irgendwann auf einen Jump'n'Run, so wo man Goblin spielt oder sowas, so à la, also wie so Mario-mäßig in der Art. Aber
dann halt schon ein bisschen ernster gemacht, nicht so aufs Totalspaß. Aber das finde ich, glaube ich, ganz cool, wenn man dann nicht so unbedingt einen Menschen oder sowas spielt. Aber man könnte sich ja auch überlegen, so Sachen wie bei. Na gut, ich schweife ab. Egal. Tolles Spiel. Weiter so. Hoffe, der zweite Teil kommt bald. Bis demnächst. Euer Chojin.